A steady rise in Georgia's economy, once central to the former Soviet Union's development and manufacture of weapons, Georgia has recently resurfaced as a potential player in the world military industry, with active contracts in Russia, Turkey, Germany, and even has stated the need, especially in these times, for a reliable source of oil in the Middle East. Commerce Secretary Moore, on a visit to Azerbaijan this morning, noted the tiny nation's enormous potential for oil, calling on American investors to provide the necessary funds for tapping the reserves. In many ways, a leader from a bygone era. His beliefs are very firmly founded in Georgian orthodoxy. His political standings more in line with the early 20th century. Would you fault him then as a politician? No, no, not at all. Kumbay Nikolats is all politician. He's done wonders for the Georgian economy. A brilliant tactician. It's more a question of ethics. And ethically speaking? Well... Herzlich willkommen zurück auf meinem YouTube-Kanal hier bei Splinter Cell. Und wir haben jetzt die zweite Mission vor uns. Discover President Nikolats' Secret. CIA agents Blaustein and Madison were killed for getting too close to information Georgian President Kumbay Nikolats needed to protect. Vyacheslav Grinko, a Russian mercenary, is closely tied to Nikolats' secrets. They have arranged to meet at the Ministry of Defense. Also Nikolats und Grinko treffen sich jetzt direkt im Verteidigungsministerium. Und da müssen wir uns wohl hinbegeben. Echelon got a positive ID on your target from the morgue security cameras. A guy named Vyacheslav Grinko. How do I find him? By his license plate. And if he's not with his car? Then his driver will be. Grab him and make him talk. Don't be afraid to use force. Who? Me? Ja, ich bin ja ein Ganzhafter. Grimm's daughter just pulled up the schematics on the ministry. They've got a laser security grid online in the courtyard. So I stay out of the courtyard. Don't let them trigger any alarms at all. We still don't have any official approval from the Joint Chiefs for this operation. So one slip up and it's mission over. Okay, also wir müssen in die Tiefgarage und es gibt ein Laserüberwachungssystem hier im Hof. Hier ist ein offenes Fenster. Das sieht aus, als müsste ich da rein. Ich höre schon wieder eine Kamera. Ja. Und ein freundlicher Kollege. Okay, ganz schnell durch. Come on out where I can see you. Nee. Das wollte ich nicht. Hoffen wir mal, dass das noch gut gegangen ist. Da ist schon wieder eine Kamera. Okay, die ist weg. Ich bin jetzt unsicher, ob die oben noch alle... Okay, er hat gerade gesagt, nicht mein Problem. Ich war halt nicht sicher, ob das noch Auswirkungen haben wird. Aber die scheinen sich beruhigt zu haben. Aber ich höre schon wieder eine Kamera. Ja. Die hält aber viel aus. So, endlich. Hatte ich eben schon Angst, dass ich eventuell so einen Sicherheitstypen erschießen müsste. Aber die sind ja zum Glück blind wie sonst noch was. Ja, Kamera, weg. Warum
mal gucken, wie sieht denn das? Ja, das sieht schön dunkel aus. Mach nicht solche Geräusche. Da steht ein Auto. Huch. Schiffst du jetzt echt in die Ecke? Das macht man nicht. Hör auf zu pickeln! What the hell? I'm going to ask you some questions. When I think you're lying, I'll do this. I... Who do you work for? Vyacheslav Grinko. Tell me about him. He used to be Spetsnaz. Now he's mercenary. He works for President Nicholas. Where do I find Grinko? He's meeting Mass in the elevator by the courtyard. Who's Mass? Philippe Mass, some computer guy. He has access to Nikoladze's office. What's this meeting about? I don't know. I swear, it's gotta be something bad if Nikoladze is willing to see Grinko face to face. I need you to understand that we never talked. I understand. Good. Das machen wir nochmal sicher, dass du das auch schön vergisst. I want to hear what Grinko and Mass talk about in that elevator. I'll need to deactivate the courtyard laser grid to get in position. Then do it. Jo, machen wir. Also, müssen wir jetzt doch auf den Hof und irgendwie dieses Lasersystem loswerden. Also, den ganzen Weg wieder zurück. Oh, du warst vorhin nicht da. Und du hast eine Kanone. Ja, machen wir das mal so. Wenn hier immer so schön Sachen rumliegen, dann setzen wir das doch mal ein. What the hell? Ja, was zur Hölle? Glas. Und den ganzen Weg wieder hoch. Aber ich habe ja eine hervorragende Kondition in meinen muskulösen Beinen. Mal schauen wir mal, wo wir jetzt hier hinkommen. Wieder überprüfen, wie es wirklich aussieht. Okay, ist jetzt im Dunkeln. Okay, vorhin der Aufgeschreckte ist nicht mehr da. Und tschüss. Komm her. Jetzt brauche ich wieder die richtige Ansicht, okay. Dunkle Ecke bei der Blume. So, hier kannst du bleiben. Eine Tür. Licht aus, weil ich hab's schon wieder gehört. Da, Kamera. Okay. Daten gesichert. Die ist verschlossen. Gut. Wenn das mal in echt so einfach gehen würde. Okay. Ist das ein Koch? Ein rauchender Koch? I need the colonel down here. We're trying to get through a retinal scanner. I passed Colonel Kibiashvili of my patrol. Want me to send him down? Ah, okay. But no. I hate that guy.
We'll find somebody else with the land. Na gut, dann schauen wir mal, wo wir dieses offene Fenster finden. Splinter Cell ist da zum Glück meist recht linear. Und das hier sieht doch aus wie eine Küche. Dann schauen wir doch mal, was wir da drin so finden. Oh, Tür. I thought the kitchen was closed. It's a special order for Colonel Kobayashvili. Ah, excellent. May I? Please. Thanks. Thank you. Das hört sich ja super lecker an. So, der ist aber, glaube ich, da, wo ich hin will. Deswegen habe ich mir schon mal eine Flasche besorgt. I don't understand. Ja, geh mal nach, da hat's geklirrt. Nachgucken, natürlich. So, schnell da vorbei. Okay, da stehen ein paar Wachen. Und jetzt beim Runterfallen in die Hocke. Genau. Und komm her. Must have been nothing. Ja, das ist der über mir, der gerade festgestellt hat, dass da eine Fliege ein Glas zerbrochen hat. Gute Nacht. Okay, da an der Tür und da am Computer ist auch noch ein kleiner Flegel. Und das ist ein Retina-Scanner. Wo ist es dunkel? Wow, überall eigentlich. Ja, das wird wohl reichen. Gleich komme ich hier von hinten dran. Ja, der scheint die Tür extrem interessant zu finden. Bums. Oh, du gehst mal hier hin. Oh, das waren alle. Okay. Den oben habe ich vergessen. Der jetzt runter? Irgendwo? Also den würde ich mal den Lohn kürzen. Die sehen mich da rumlaufen.
Und dann, ja, war wohl doch nichts. Das auf Vorhänge, wo ich durchkomme? Nein. You've got an incoming colonel, Fisher. Make the most of him. You'll need him conscious and cooperative if you want to unlock the retinal scanner sealing the door to the courtyard. That's detailed intelligence. Knowing everything is my job. Okay. Wo kommt er denn? Ah. Ja, so sieht ein Colonel aus in Aserbaidschan. Aber der Bart, der sieht meinem recht ähnlich. Okay, eine Runde Solitär spielen. Nein, du musst die Karten andersrum verlegen. Nein, so da nicht. Komm. Wir gehen mal was ganz anderes spielen. Und das Spiel, das ich mit dir vorhabe, heißt... Schau in den Retina-Scanner. Danke. Dafür darfst du dich jetzt auch ausruhen. Du hast ein Satchel. Ist es hier dunkel genug? Nein. Nein! Hoffentlich gibt das keinen Alarm. Nur denied. Was ein Schock. Das vertraute Geräusch einer Kamera. Okay, die ist weg. Das scheinen unsere beiden Freunde zu sein. Break with the laser, Mike Fisher. It's mission critical that we hear what Grinko and Mass say before they reach the top. Okay. Savages, why did you rip it out with pliers? We had some difficulty with Blostein's chip. You can see fibers of muscle tissue still attached. Nasty. Nasty. You're in the wrong line of work to avoid getting gore on your hands. Whatever Nikolaj does in Azerbaijan is his own conscience's burden. You are just a tool. I'm the technology. I'm the cleanup man. All the blood's on yours and Nikolaj's hands. I'm clean. And it is? It's what? Clean. Azerbaijan? Yeah, man. The operation's goddamn immaculate. Except for the files. Nikolaj insists on keeping on his own machine. You need to talk about... Sounds like we found the subdermals. I get nervous when the bad guys start making blood jokes. That conversation's going straight to the Joint Chiefs, and we're gonna need more. Nikolaj's computer. You guessed it. Get inside his office and access that machine. Alarms aren't mission critical anymore. We're moving into Fifth Freedom territory. Okay. Dann will ich da hinten rein. Viele Leute. Ja, noch einer. Ja, Mikrofon wird mir hier viel bringen. Thank you.
kind of foreign soldier. Ob ich hier noch durchkomme mit... Ich hab mich bestimmt vertan. Surrender and show yourself. He vanished. He couldn't have gotten far. He vanished. Where did he go? He vanished. Maybe it's better if I didn't see anything. The perp's gone. Natürlich. So, und runterspringen und in die Hocke. Oder so.